Sicherlich ist Corona ein Beschleuniger der Lokalisierung. Aber ich bin die Meinung, dass wir nicht auf die Globalisierung verzichten können. Auf die Globalisierung zu verzichten wäre ein Effizienzverlust. Und wir mussten jetzt versuchen, unsere Effizienz zu steigern, indem wir jedes Mal mehr über Datentransparenz, über Datenvernetzung dafür sorgen, dass wir das richtige Produkt am richtigen Zeit, in der richtigen Menge, am richtigen Ort darstellen können. Also ich kann Frau Henne da nur zustimmen, die Globalisierung zurückzudrehen oder das zu versuchen, wäre fatal. Ich halte es auch nicht für möglich, ehrlich gesagt, und auch nicht für sinnvoll. Effizienzsteigerung ist das, worum es geht. Natürlich gleichzeitig mit Trends zur stärkeren Individualisierung, zur sehr starken Kundenfokussierung, davon sprechen Sie ja auch sehr häufig. Aber man muss auch in diesen Wellenbewegungen, die es gibt, in einer solchen Lokalisierung, wie wir sie hier zum Teil erleben, für sich den richtigen Mittelweg finden. Aber es wird bei einer globalisierten Industrie und einer globalisierten Wirtschaftswelt bleiben. Ja. Auf den Zusammenbruch der Lieferketten waren wir eigentlich relativ gut vorbereitet. Ist auch ein bisschen in unseres Businessmodell. Also wir fahren ja einen Multisourcing-Ansatz. Ja? Erst sind uns die chinesischen Lieferquellen weggefallen, aber wir könnten auch noch aus anderen Regionen die Welt beziehen. Dann haben wir gesehen, was drohte zu kommen in Italien. Wir haben extra Lagerbestände aufgeführt. Also wir sind eigentlich durch die ganze Corona-Krise sehr lieferfähig geblieben. Die Herausforderung für uns kommt erst jetzt, wo diese weltweite Nachfrage nach unseren Produkten, ob es Stahl oder Edelstahl ist, jetzt komplett unsicher wird. Also das ist für uns eine viel größere Herausforderung. Wie managen wir diese Unsicherheit in der Nachfrage in einer Zeitspanne, die wir ja gar nicht wissen, wie lange sie noch so unsicher bleibt? So, die wichtigsten Rohstoffe für flexiblere, modulärere und damit auch effizientere Lieferketten sind auf jeden Fall Daten. Ja? Erhöhte Datentransparenz, Datenvernetzung führt dazu, dass wir besser verstehen können durch diese Daten, was passiert auf die Angebotsseite, was passiert auf die Nachfrageseite. Und wenn wir das transparent haben, können wir auch anfangen zu antizipieren. Und indem wir antizipieren, machen wir unsere Lieferkette flexibler, aber gleichzeitig natürlich auch widerstandsfähiger, weil ich früher eingreifen kann. Ich glaube, da liegt ein großer Hebel, um zukünftig seine eigene Supply Chain zu optimieren und dann auch in der Vernetzung verschiedener Supply Chain, weil am Ende des Tages sind wir ja alle miteinander vernetzt, da was ich nenne, eine neue Effizienz erreichen zu können. Ja. Erstmal vorneweg, keine Digitalisierung oder keine erfolgreiche Digitalisierung ohne Menschen. Ich glaube, es ist immer wichtig, wenn wir über Digitalisierung reden, zu sagen, am wichtigsten und vorne steht der Mensch und wie der digitale Tools einsetzt, um irgendwie unseren Erfolg auch nach vorne zu treiben. Also für uns ist das Element Digitalisierung besonders wichtig in der Voraussagequalität. Ja? Wir wollen ja verstehen, was wir planen und was sich in Realität vollzieht. Wie steht das zueinander? Und wie besser wir das verstehen, wieder indem wir Daten anwenden, indem wir so einen Feedback-Loop kreieren zwischen was wir planen und was wir sehen, können wir unsere Supply Chain noch besser steuern und sie noch besser verstehen. Und wie besser wir unsere eigene Supply Chain verstehen, wie besser wir auch zukünftig die Supply Chain unserer Kunden verstehen können und mit unseren Kunden in die Vernetzung gehen. Und so können wir individualisieren. Ich glaube, Digitalisierung hilft uns in der Individualisierung. Digitalisierung ist natürlich das Stichwort der letzten Jahre. Neben dem Buzzword, das es ist und zu dem es sich entwickelt hat, geht es hier natürlich darum, zu verstehen, dass Unternehmen in einem Ökosystem agieren. Es gibt kein Industrieunternehmen, das für sich alleine existiert und Kunden erfolgreich bedienen kann. Es geht darum, und da sind wir wieder bei dem Stichwort Daten, es geht darum, dass Unternehmen in einem Ökosystem agieren zwischen ihren eigenen Lieferanten, der eigenen Produktionsumgebung oder der Handelsumgebung und den eigenen Kunden. Und hier Transparenz herzustellen, erfolgreich beide Seiten zu integrieren, um letztendlich mein Geschäft weiterzuentwickeln, meine Kunden zu bedienen, auch meinen Marktanteil zu vergrößern,
Das ist die Möglichkeit, die mir gerade die Digitalisierung bietet, indem sie die Kette transparenter, effizienter und im Ergebnis in der Regel schneller macht. Also der Mensch steht ja immer vorne in Veränderungsprozessen. Und ich bin ein Gläubiger von vielen kleinen Schritten, inkrementelle Veränderungen, nicht einen großen Big Bang. Und darüber hinaus muss man auch das Umfeld, in dem ich will, dass die Veränderung sich vollzieht, so gestalten, dass Leute auch diesen Weg gehen können. Ja? Es ist einfacher, das Umfeld zu ändern, als die Menschen zu ändern. Ja? Also ich muss immer beim Umfeld, in dem ich Veränderungen haben möchte, anfangen.